Ja, Mahlzeit, Leute. Unser T-Rex hat ein nicht diagnostiziertes Leiden. Das ist nicht schön. Wir schicken sofort den Krankenwagen dahin. Warte mal, der müsste doch ja noch da sein, oder? Ja, was hat er denn? Hey, komm zurück. Guck dich das an. Wir machen selber, wir fahren selber. Vielleicht ist es ja was Schlimmes. Dann möchten wir das natürlich selber als Erster sofort wissen. Die Parkbewertung hat sich um 1% verbessert. Geil! Was ist denn los, mein Kleiner? Oh Gott, wie siehst denn du aus? Du bist ja völlig kaputt. Was hast du denn? Objektdiagnose wird gemeldet. Ein großer Bruch? Nee. Nein. Bitte lass ihn an Altersschwäche gestorben sein. Ah. Und wir haben gerade so wenig Kohle, wir können keinen neuen bauen, ne? Gott sei Dank haben wir da noch mal ein Bild gemacht. Ich hätte da mal ja ein Problem. Wollen wir den modifizieren oder wollen wir den einfach so bauen, wie er kommt? Zufällig Musterfarbe, zufällig pro Ei. Langlebig können wir machen. Wir sollten den sehr langlebig machen. 1,1 Millionen. Und dann kostet das Vieh selber ja auch nochmal Geld, ne? Eieieiei. Okay. Gut, wir brauchen auf jeden Fall einen T-Rex. Hilft ja alle nicht. Hoffentlich verdienen wir jetzt Geld. Wahrscheinlich weniger, weil die Attraktion fehlt. Genau. Wir haben immer noch den, Gott sei Dank. Der ist leider ein bisschen kaputt. Minus 1266 Anziehungskraft geht verloren. Schade, aber wir haben Raptoren. Und wir machen gerade in Dominus Rexus. Mal gucken. Hoffentlich kriegen wir das finanziell gewuppt. Jetzt wird es nämlich ekelhaft. Ernsthaft, ihr fangt immer noch an, euch zu prügeln hier. Mann. Hört mal auf jetzt. Die macht hier hoffentlich Alpha-Männchen-Spielchen, oder? So, verletzungsfrei oder was? Produkt unterwegs. Okay, wer ist Alpha? Du bist Alpha, weil du bist älter. Du bist kein Alpha, weil jünger. Gut, Forschung abgeschlossen. Synthetisiere den folgenden Saurier und brüte ihn aus und lass ihn frei. Es gab eine Zeit, in der die Leute unsere Arbeit als Wahnsinn betrachteten. Sie sagten, es sei unmöglich. Und doch leben sie jetzt in einer Welt mit Sauriern. Kreuzungen sind die nächste Stufe dieser Evolution. Der Indominus Rex wird allen, die folgen, den Weg ebnen. Oh, wir können kein T-Rex bauen. Och, nö. Nö. Warte. Warte. Was waren hier? Wie viel brauchen wir denn dafür? 15 haben wir nicht. Wir haben keine 15 Genetik. 5, 5, 9, 9, 9, 9. Warte mal, wie hoch waren hier das Limit? 3, siehst du? Schön. Sagen wir dazu mal so, pass mal auf. Wir hatten hier schlechte Eigenschaften. Wer kann denn raus? Eigentlich müssen wir die alle behalten. Ich würde gerne irgendeinen hochleveln, wenn ich kann. Die sind schon Stufe 4. Die sind 3. Hier könnten wir noch was machen. Wir müssten Personalforschung erforschen. Das hier. 2 Millionen. Och nein, dafür haben wir die Kohle doch ja nicht. Ah, ist das ätzend. Das ist gerade der Punkt, wo ich mir so denke, warum? Warum denn bloß? Okay, warte mal. Ach, schwierig. Wir brauchen, wie gesagt, 15. Wir müssen irgendeinen rausschmeißen, der nicht kann. Sieben sind halt krass, ne? Die haben halt alle irgendeine coole Eigenschaft. 5, 5, 1, 1, 5, 1. Warte mal. Hier. Irgendwas mit 6 wäre krass.
Wollen wir mal rausschmeißen? Keiner hat 6. Wir haben uns gerade ein Eigentor geschossen. Verdammt. Das ist ja echt nicht cool. Aber die haben auf jeden Fall schon mal bessere Eigenschaften hier. Die hier. Hilft ja nichts. Ah, verdammt, ich habe mir das jetzt alles nicht gemerkt, weil wir haben hier noch welche, die noch weniger können. 5 und 2 und... Ach. Och Mann. Ja, wir brauchen jetzt ganz dringend viel Geld. Wir können uns denn den T-Rex nicht leisten, wenn wir uns jetzt das Update hier holen, ne? Ach, ist doch ekelhaft. Warte mal. Können wir unser Personalzentrum irgendwie upgraden? Ja. Na gut, hat zwar nicht viel gebracht. Ja, warum fangt denn ihr jetzt an mit Klopperei eigentlich? Wir verdienen gerade ja keine Kohle, ne? Verdammt. Ja, naja. Jetzt geht das Martyrium nämlich los. Finde ich gerade ein bisschen uncool, aber was willst du machen? So, wir müssen... Verletzung. Na klar, was denn? Was hast du denn? Komm, wir holen den Krankenwagen. Wir müssen eh warten, bis wir an Geld rankommen. Krankheit ist auch noch ausgebrochen. Na super. Was hast du denn für Schmerzen? Infizierte Wunde. Reicht dir eine Spritze? Jo. Die Hirnerschütterung muss repariert werden. Weißt du was? Du hast Pech. Habe ich gerade keinen Bock drauf. Ich muss jetzt nämlich meine Sachen erforschen. Das ist gerade richtig wichtig. Ah, wir sind jetzt sowas von pleite. Und ich habe beim letzten Mal noch 16. Oh ja, kriegen wir zusammen. Ach Gott. Hoffentlich wird das was, ey. Ranger. Ja, Einfangteam. Betäuben. Der T-Rex fehlt. Das ist mega schlecht. Mega schlecht. Du brauchst halt richtig gute Wissenschaftler, sonst hast du halt die Arschkarte. Und ich glaube, wir stehen so ganz kurz davor, dass wir hier den Durchbruch schaffen und das alles hinkriegen, aber wir brauchen halt erstmal Kohle. Wenn die Ankylosaurus noch kaputt gehen, dann haben wir ein Problem. Du treff den doch. Naja, schön am Hals, erstmal eh jedem. So. Reparier mir den. 3 Wohlbefinden. Das machst du. So. Produkte wird eingesammelt, das ist schön. So, Gallimimus, die örkeln hier alle rum. Okay. Verdienen wir Geld? Ja, wir kommen wieder über die 300, das ist schon mal sehr gut. Echt schlecht, dass diese Gehege hier leer ist und alle nur, dass wir hier hochleveln können, um einen neuen T-Rex zu kriegen. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch exorbitant viel Geld für so ein Indominus. Ha. So, warte mal. Das magische Auge. Was ist denn hier mit... Ja, hier hinten wäre eine Einrichtung eigentlich ganz geil, glaube ich. Weil da sind welche, hier sind keine. Kriegen wir hier auch platztechnisch, glaube ich, nicht realisiert, oder? Im Wasser. Den Tümpel könnte ich entfernen. Das wäre jetzt das kleinste Übel, aber... Wobei, warte mal, wir haben hier eine Toilette. Produkt wurde zugestellt. Was ist denn, wenn wir hier nochmal so eine Dinger bauen? Wunderschön, es regnet. So. Und eine davon hier drüben, andere Seite vielleicht.
So, in der Hoffnung, dass wir hier einen Weg rankriegen, dann bauen wir hier hinten noch einen Schutzraum. So, müssen wir alles mit schmale Wege machen, leider. Sonst wird das hier nämlich nichts. Wir können aber den nehmen. Hä? So, ist ja mega hässlich, was wir hier bauen. Aber was willst du machen? So, gerade. Schade, dass er sich immer gleich connecten will. Wir machen das nämlich so, genau. Dann nach da und so und so und so. Dann sind die schon mal alle miteinander verbunden. Dann brauchen wir hier noch Strom. Das ist ja kein Problem. So nämlich und nach da und so. Dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Okay, hier verdienen wir schon mal Geld. Donuts. Okay. 1,4. Okay, wir verdienen dadurch weniger. Machen wir das so. Und so. So, hier gibt es natürlich keine Donuts, sondern was zu trinken. Ich wäre ja für Rootbier. Wir müssen ein bisschen auf Abenteuer gehen. So, auf jeden Fall verdienen wir hier schon mal Geld. Das ist fantastisch. Noch ein Toter, eine Ankylo, wa? Ja, na klasse, jetzt geht los. Ist der fertig hier? Anfrage zur Produktabholung erhalten. War das jetzt das richtige Hegel? Nee, der war doch falsch. Der muss doch hier rüber. Naja. So, warte mal. Wo war ich denn? Ich war hier hinten. So, wir müssen hier noch weitermachen. Hier gibt es nämlich weder Donuts noch Getränke, sondern so eine Sache. Und zwar Actionfiguren. Ja, Actionfiguren. Dann. Das schmälert unseren Gewinn. Der Fischtank macht alles besser. Und das macht es noch besser. So. Das Äußere. Ist so ganz hübsch. So bleibt es. Hoffentlich machen wir dadurch mehr Asche. Der fliegt den darüber. Das ist falsch. Der muss nach da. Okay. Was wollte ich machen? Personal. Wir brauchen nämlich 15 Genetik. Wir können hier erhöhen. Oh, irre. Mega coole Stats hier. Trainieren. Würde ich so machen. Trainieren. 3 Punkte. Bestätigen. Trainieren. Du kannst noch machen. 1 Punkt. Machen wir in Logistik. Okay. Ah, jetzt sollte es aber klappen, hoffentlich. Wir haben 2,2 Millionen. Das ist echt nicht cool. Wir brauchen T-Rex. Mit dem T-Rex können wir nämlich Geld generieren. 5 und 6 sind 11. Wir brauchen noch 4. So, wir haben 15. 1,1 Millionen. Ach, und das Ei kostet ja auch nochmal Asche, ne? Verdammt. So, jetzt machen wir echt wenig Kohle. Auch immer noch 305.000. Okay. Hoffentlich durch die Einnahmen von den Einrichtungen hier. Wir fragen mal das magische Auge. Die Abdeckung hier ist besser geworden. Hier ist halt schlecht, aber ist mir egal.
Hier hinten ist halt immer noch schlecht. Hier ist richtig schlecht. Vielleicht sollten wir hier nochmal welche bauen. Hier hinten so. Weil Toilette und Schutzraum ist eigentlich da. Und dann vielleicht da nochmal welche. Das wäre unter Umständen eine Investition, die ich tätigen wollen würde, wenn wir hier nochmal welche hinbauen. Und hier vielleicht nochmal eins wie Hotels, oder? So. Nach da. Die kleinen Einrichtungen reichen. Wir brauchen hier die großen ja nicht, glaube ich. So, was sagt denn die Mappe? Oh ja, dann nehmen wir hier bis ran. Und so, dann legen wir hier einen Weg rum. Wir können einen luxuriösen Weg nehmen, auch ein bisschen eine Nummer breiter. So, Strom sollte ja noch da sein, oder? Warte mal, wir könnten hier aber ein bisschen breiter bauen. Okay. So, die sehen natürlich alle drei gleich aus. Das ist natürlich nicht cool. Actionfiguren bleibt. Wir machen hier einen Fernseher rein. Wir machen hier eine Fossilienausstellung rein. Und einen Sonnenbrillenstand. Okay, dann nehmt ihr hier was zu essen. Konfiguration. Wir machen hier nochmal was zu trinken. Ja, das ist okay. Und Ingwerbier bleibt. Wir machen hier einen Fernseher und einen Fischtank und einen Selfie-Spot. Okay. So, hier bleibt aber Steaks jetzt nicht, wa? Wir machen hier erstmal so, dann auf Essen und hier rüber. Und die haben schon wieder einen Kampf begonnen. Ey, hör auf. Ein Steak. Springbrunnen. Wir brauchen ein bisschen was für das und wir machen das. Und so was, genau. So, was sagt das magische Auge? Die Abdeckung ist perfekt, fast. Hier hinten vielleicht normal und dann ist aber gut, oder? Wir haben 1,6 Millionen. Okay, die kloppen sich. Aber hier passiert hoffentlich verletzungstechnisch nicht viel. Wir müssen den hier rüberbringen irgendwie. Der hier falsch läuft. Wo ist er denn? Dracorex, den da, genau. Der hört hier nämlich ja nicht hin, der muss hier rüber. So. Sollte aber schnell machbar sein. Wir sind auch massiv und produktiv, ne? So, Tyrannosaurus Gelege ist gleich fertig. Der ist betäubt. Der kommt darüber. So. Wir machen Geld. Wir haben Einrichtung, Einrichtung, Einrichtung. Hier keine Einrichtung. Aber ich weiß noch nicht, ob wir hier welche brauchen, weil eigentlich... Ja. Der T-Rex, der muss kommen. Den brauchen wir. Und den Ankylosaurus brauchen wir. Ankylosaurus, fehlen uns noch Genome, ne? Sag mal. Ja. Wir sind bei 40. Ah, ja, wir sind immer so teuer los. Eier auswählen. Wir haben ein Ei. Kostet 1,9. Können wir uns gerade so leisten, dann sind wir pleite. 13 Wohlbefinden. Haben wir locker. Ach Gott, Hilfe, die Finanzen. Wir brauchen ein Auto, wir brauchen Fotos. Produkt wird transportiert. Ach Gott. Katastrophe. Also so schnell war ich noch nie pleite. Ja moin, was machst denn du hier? Na, hast du auf mich gewartet? Guck mal. So, ein bisschen Geld. Gehen wir hier durch, dann fahren wir wieder in die Neon-Party. Vielleicht bringt ihr doch mal mehr Kohle, wenn wir die leuchtend fotografieren, oder? Guckt ihr das doch mal an hier, was hier Phase ist. Brrrt. Ja, Alter. 275.000, so gefällt mir das. Aber wenn wir... Ja, quatsch mir nicht voll. Aber wenn wir hier anfangen müssen mit Fotos, um uns zu finanzieren, dann haben wir irgendwas falsch gemacht, oder? Denke ich, habe ich so ein Gefühl irgendwie, also... Schwierig. So, warte mal, wir müssen hier rüber. Haben wir hier ja kein Tor gebaut, sag mal? Nee, immer aus dem Weg. Ich muss hier lang fahren. Ja, quatsch nicht. Alter. Mit der Bremse hat er da, aber dann ich will hier lang fahren. Komm. Ja, da lang. So lang. Genau.
Du brauchst in diese Hege nicht rinfahren, mein Freund, da wohnt keiner. Ja, naja, Personal halt, ne? Das ist ja kein Tor. Wie geht's doof? Hallo? Doch, hier vorne. Hallo, mein Freund. Na? Da hinten ist der andere. Oh, wir haben Beete drauf. Für knapp 60. Naja, wir haben fast eine Million. Das ist schon mal schön. So, öffnet die Pforte. Boing. Der T-Rex ist bald fertig. Dann haben wir wieder Geld, hoffentlich. Cashflow. Dann brauchen wir Ankylosaurus. Da können wir Indominus machen und da müssen wir wahrscheinlich alle anderen auch bald nachzüchten. Also finanziell ist doch ja nicht so geil. Wo sind denn deine Kumpels? Hm. Ist jetzt so semi-geil. Gibt da hinten eiern welche rum? Ah, hier sind sie alle. Siehste. Okay, haben wir hier auch fast 100.000 rausgeholt aus dem Gehege. Hier wäre jetzt ein Tor ja nicht schlecht. So, dann machen wir ein Auto immer sauber, fahren wir durch Wasser. Und siehe da, hier ist ja wirklich ein Tor. So, immer hier durch. Jetzt brauchen wir noch ein Foto von die ganzen 1 Million Gallimimus, die wir hier so haben. Warte mal. Oh, die streifen gerade durch Wasser. Cool. Zack. Gut, war nochmal 15.000. Wir haben 1,5 Millionen zusammen, ist okay. Kann ich mit leben. So, der T-Rex braucht noch 7 Minuten. Ai. Gewitter, willst du mich verarschen? Das ist unser Untergang. Ich hoffe nur dieses Mal. Ohne Dings hier. Na, sag schon, ohne Tornado. Ah, kann nicht wahr sein. Struktur beschädigt. Welche, wo, was? Bitte kein Tornado. Bitte nicht. Bitte nicht. Soundeffekt. Welcher, wo? Ah, noch sieht's gut aus. Wenn wir das hier ohne Tornado überstehen sollten, wäre ich da sehr froh drüber. Ah, schwierig. Ich meine, wir haben finanziell einen kleinen Puffer. Vielleicht kriegen wir das ja hin und wir werden nicht total gebeutelt hier gerade. Wäre natürlich schön. Sieht gerade aus, als würde es aufklaren. Ich glaube, der Sturm ist vorbei, oder? Aufgabe zufügen. Was waren hier alles kaputt? Ja, wir müssen sofort die Räume öffnen. Die hauen hier alle ab. Die hauen ab. Alle Schutzräume öffnen. Ranger. Warte mal, ich muss auf die Mappe gucken. Wer ist denn hier alle geflüchtet? Eigentlich bloß der eine Parasaurolophus hier. Ranger in Basis. Mach mir den bitte müde. Ganz schnell. Haben wir die jetzt geöffnet? So, der Heli sollte kommen. Das haben wir recht gut überstanden hier, muss ich sagen. Manchmal kann man auch Glück haben. So, was ist denn noch kaputt? Da hinten, hier noch. Dann haben wir das aber, glaube ich. Warte mal, hier ist auch noch was kaputt. Aufgaben voll. Oh, komm schon.
So, hat er die schon betäubt hier? Ja, hat er. Dann transportieren wir den mal wieder nach Hause. Produkt muss eingesammelt werden. Dann sollte eigentlich alles... Ja. Sehr schön. Okay. Fährt hier irgendwo ein Jeep rum. Aufgabe hinzufügen. Machen wir mal noch das Stück Zaunheile, bitte. Und dann haben wir hier alles repariert. Kein Strom mehr, wo? Nee, kann ja nicht sein. Oder sind etwa kaputt? Nee, ist alles okay. Warte mal, einen Generator hatten wir angemacht. Ihr habt, ne? Wo war denn der? Den da, den können wir ausschalten. So, wer ist verletzt? Die Draco-Rexen fangen an, sich zu verkloppen hier. Warum eigentlich? Was ist denn los bei euch? Ein toter... Oh, oh. So, guckt ihr den mal an. Fleischwunde. Oh, wir müssen den reparieren. Oh, jetzt fangen die auch an, sich zu prügeln. Ah, na. Dann einschläfern. Was ist du? Okay, da haben wir einen neuen nachgebaut. Das ist nicht schlimm. Der kommt weg. 20% verschlechtert. Ja, ist doch geil. So, wer ist noch kaputt? Warum haben die alle Verletzungen, sag mal? Die hier oben Bede von der Klopperei, ne? So, dann kommt der Krankenwagen hierher und guckt dich bei euch mal um. Fleischwunde, innere Blutung. Jetzt müssen wir hier... Wir können nicht Bede, warte mal. Die innere Blutung ist, glaube ich, schlimmer, oder? So, betäube mir den. Wenn nicht, kommen die einfach... Dann muss einer von Beden weg. Hilft dir alles nichts. So, der T-Rex, der ist fertig in einer Minute. Ja, dann haben wir endlich hoffentlich wieder Geld. Wir haben 2 Millionen. Trotz Sturm, alles cool. Transport im Gange. Wir bräuchten nochmal 1B-Triceratopse, oder? Was ist denn hier bestandstechnisch Phase? Ja, Wald fehlt dir. Wieso, Was ist mit dir los? Wann ist denn Jens los? So, der ist betäubt. Fleischwunde, Dracorex. Aber der hier hinten wäre mir wichtig, ja? Transport. So, der braucht 5 Wohlbefinden für die Reparatur. Das machst du. Sammle Produkt ein. Okay, vielleicht bräuchten wir noch eine 2. paläomedizinische Anlage, oder? Dass wir hier synchron rumfriemeln können, weil der Krankenwagen muss ja von da immer 1000 Meter fahren, bis er irgendwo mal ankommt. Vielleicht wäre hier hinten nochmal eine 2. ja nicht verkehrt. Oder hier hinten vielleicht so, ja? Und hier will ich noch ein Tor reinbauen. Wenn wir wirklich öfter mal auf Fototour gehen. Ah, wir haben von den Raptoren ja keine Bilder gemacht. Nein! Naja. Auf jeden Fall ist der T-Rex fertig. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Per Airlift, gib mir den. Hoffentlich ist es ein hübscher. Ach, das wäre cool. Oh, die Bewertung ist fast bei 5 Sterne. Jetzt bin ich gespannt, was hier für ein T-Rex rauskommt. Trommelwirbel, Spannung. Jetzt müssen wir uns um Ankylosaurus kümmern und danach können wir uns um den komischen Indominus Dingsbums kümmern. Wie sieht der aus? Oh, der ist hübsch. Guck mal, der ist echt hübsch. Mal gespannt. Hat oh, das sollte aber laufen. Warte mal, finanziell. 3, 2 ist okay. Ist stabil. Na, das ist okay. So, warte mal. Der wird noch restauriert. Vielleicht sollten wir wirklich eine 2. paläomedizinische Anlage bauen. Dass wir einfach die Kapazitäten haben, hier noch Eventualitäten abzudecken. Aber wohin? Hier hinten würde bald am meisten Sinn machen. Aber ich würde hier gerne einen Weg durchbauen wollen eigentlich. Problem ist die Einschienenbahn hier drüber. Hier würde gehen. So, dann haben wir nämlich den Zwang, dass wir hier einen Weg lang bauen. Dann mache ich den auch gleich ein bisschen dicker. Und mal, wie haben wir den hier gewählt?
Das ist der, ne? Genau. Okay, dann können wir den nämlich hier ranbinden und dann ist die Sache erledigt. So, der ist noch wie lange betäubt? 6 Minuten. Der ist restauriert. Der kann transportiert werden. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Dann würde ich sagen, bringen wir den ins Krankenhaus. Besetzt. Komm, kran den da raus. Wir machen jetzt mit 3 Minuten länger. Ist ja nicht schlimm, oder? Für mich um die Dinos kümmern, dass wir hier klarkommen. So, 3 Wohlbefinden. Das machst du und du. Teamwork, bitte. Okay, dann müssen wir den hier noch betäuben. Aber dass die sich hier die Kloppen kriegen, das mag ich nicht so, ehrlich gesagt. Ranger, warte mal. Mit reparieren ist nicht, ne? Nee. Sehr schade. Okay. Die läuft. Können wir hier was upgraden? Negativ. Dann haben wir auf jeden Fall 2 Krankenwagen, das ist schon mal viel wert. So. Der wird hingebracht, der wird abgeholt. Wir gucken uns den neuen T-Rex an. Ist der schon da? Zeig! Da hinten. Jetzt liegt die an hin zum Schlafen, mein Freund. Du bist aber ein Feiner. Komm mal raus ins Licht, zeig dich mal. Wurde 2,8 Millionen, wir haben die Kurve, glaube ich, nochmal gekriegt, oder? Der hat vielleicht sogar mehr Anziehungskraft wie der alte. Ja, komm raus aus deinem Dschungel, komm, komm, zeig dich. Transport abgeschlossen. Der ist aber verdammt gut getarnt hier, ey, mangt den Blättern, der fällt kaum auf. Der hat eine schöne Musterung. So, warte mal, der ist betäubt. Der wird repariert. Wie lange? Ach, wir haben eine 2. Station. Warte mal, dann schieben wir den hier rüber. Nach da. Ah, wunderbar. 4 Wohlbefinden. Ihr bitte. Und los. Zur Abholung des Produkts unterwegs. So, schön quer über den Park. Schippern hier die ganzen Viecher. Hauptsache, das läuft. Komm mal wieder raus aus dem Wald. Ich will dich mal nochmal in... Och, und jetzt pennt der oder was? Oh. Der Klöne. Na lo. Schöne Zähne du hast, mein Freund. Genau, steh mal auf. Komm mal. Transport hat begonnen. Ein toter Dino. Oh oh. So, gut, dann werden wir uns... 2 Tote? Galimimus, ne? Ist nicht schlimm. Davon haben wir neue gebaut. Kann ich verkraften. So, und die Sache läuft. Okay, Freunde, beim nächsten Mal. Oh, der ist fertig. Transport. Diesmal aber in die richtige Hege, bitte. Danke. Ich würde sagen, warte mal, ist der schon da? Nee, der wird gerade hingefahren. Geflogen, ihr tutet. Wir kümmern uns beim nächsten Mal um Ankylosaurus. Weil T-Rex ist da, Kohle kommt. Und danach gehen wir endlich an diesen komischen Indominus Rex Dingsbums, den ich eigentlich überhaupt gar nicht haben will. Aber wir schauen einfach mal, was daraus wird. Freunde, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Quatsch mir nicht ständig dazwischen, du Tante. Ist ja in Ordnung. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Mach keinen Quatsch. Rinne hauen.